Was geht ab, Freunde? Wir waren ja in Manchester und da gab es ein Erlebnis, das musste ich einfach festhalten. Und zwar waren wir City vs. Chelsea gucken und ich dachte mir, ich mache ein geiles Video draus und habe Stadionessen probiert. Freunde, ich habe gesehen, viele von euch, die das Video gucken, abonnieren nicht. Deswegen lasst gerne ein Abonnement da, ist kostenfrei, könnt ihr euch einfach gönnen. Und ich würde sagen, MyProtein hat noch einen richtig, richtig fairen Rabatt, denn es ist Cyber Month. Es gibt 50% auf alles mit meinem Code WINGSTEVEN. Meistens in den Videos trage ich auch die MyProtein Sachen, deswegen gönnt euch. Aber ich würde sagen, jetzt geht es erstmal los mit dem richtig geilen Stadion-Vlog. Es war so lecker! So, meine lieben Freunde, erster Laden und zwar Burritos. Weiß nicht, ob Burritos so gehören, aber der ist so dick und nicht so lang, wenn ihr versteht, was ich meine. Der ist so richtig klein gepresst. Ich bin aber trotzdem gespannt, wie dieser Burrito schmecken wird, weil der hat 4,4 Sterne, knapp über 300 Bewertungen. Der war in der BBC, ist nicht das, was ihr denkt, sondern ne, so englische Magazin oder so. Und da waren ein paar Leute schon zu Besuch. Das heißt, der ist schon wirklich abgesiegelt, eigentlich. Deswegen probieren wir den jetzt mal. Ich habe ihn jetzt so ein bisschen Wing aufgepimpt. Das heißt, ich habe jetzt nicht so diese typischen Downgraded. Ja, die meisten werden sagen, ich habe ihn downgraded. Aber ich habe zum Beispiel kein Guacamole, weil ich weiß, dass ich kein Guacamole mag. Ja. Digga. Ich mag kein Guacamole, es tut mir leid. Das ist kein Burrito mehr. Ja, ja. Aber ich habe ihn mit Chicken genommen. Boah, sieht schön aus. Und der sieht wirklich, also es sieht sehr gut gerollt aus. Es sieht aus wie ein Dürüm-Döner, muss ich wirklich sagen. Ich habe so Hunger, ganzen Tag schon Hunger gehabt. Sehr, sehr saftig. Hier seht ihr einmal Reis, ein bisschen Fleisch. Das ist so Pork-Reis irgendwie. Pulled Pork-Fleisch, meine ich. Das ist so ganz, ganz fein. Aber er hat so diesen ganzen Saft vom Fleisch auch mit reingenommen. Geil, Mann. Ich hab's euch gezeigt, aber es ist ein bisschen zu viel Saft. Oh, schön mit Jalapenos hier, Digga. Guacamole. Beans und Guacamole. Was soll das denn jetzt? Guacamole fehlt. Aber die Jalapenos sind scharf, ne? Die Jalapenos sind richtig geil. Die machen das Fleisch so viel geschmacksintensiver. Ja. Der Burrito-Teig. Geil. Der ist geil. Auch richtig geil. Ja. Den finde ich auch geil. Sehr gut. Was hast du dafür bezahlt? 10. Stadionpreis. Ist okay. Let me try. Oh, look at the drip here. Oh, er tropft. Was? Er ist richtig saftig. Hammer. Das aber ist eine Geschmacksexplosion. Und jetzt stell dir das mal vor mit Jalapenos. Und mit Guacamole. Mit Guacamole meine ich doch. Es tut mir so leid, warum macht ihr mich jetzt fertig? Sei nicht. Aber ich muss sagen, ist der Käse drin? Ja. Boah, der ist geil, Mann. Käse. Angeblich. Ja, willst du auch probieren? Würdest du dir auch holen auf den oder ist? Fehlt denn was? 8 von 10, Digga. Kann man machen. Echt? Kann man machen. 8 von 10. Fehlt? Ja. Keine Guacamole? Ich finde, die fehlt. Nein, das ist keine Guacamole. Ich mag keine Guacamole, Digga. Was soll ich machen? Er hat Bruch, Digga. Er hat Bruch. Und keine Bohnen hat er reingenommen. Oh, was? Das habe ich nie mal geschmeckt. Von 10 dafür, dass er so schlecht zusammengestellt ist. Bohnen finde ich nicht so schlimm. Muss sagen, den kann man gut essen. Gut, dass du früher kommst. Aber dieser Saft stört mich ein bisschen. Der ist zu viel Saft. Aber sonst. Er ist echt lecker. Hier, weißt du nochmal? 7 von 10. Das ist schon nicht mehr Fußballspiel gucken, das ist Fußballspiel sein. Herr Guardiola, er sitzt einfach mit uns. Er ist einfach dieser Loki-Milliardär, Digga. Für wen bist du eigentlich? Hast du einen Tipp? Was ist das denn? 3-0 City. 3-0? Ich sag 2-1 City. Ich hab auch schon seit Dodo gehört. Schwöre. So, Freunde, erstes Gericht habt ihr gesehen. Wir sind in der 10. Minute. Das ist zu geil. City hatte gerade eine große Chance. Alle dachten Tor. Alle haben gejubelt. Aber hier vorne ist der Ball. Auf jeden Fall, wir gucken jetzt, was es noch weiteres Geiles im Stadion zu essen gibt.
der zweite Laden enttäuscht mich jetzt schon leider leicht. Und zwar habe ich hier einen Hotdog. So sieht der Hotdog aus. Man denkt im ersten Fall, geile Sache, aber was mich schon direkt stört, Brot ist nicht warm. Ich liebe es, wenn Brot warm ist, weil das zeigt so eine gewisse Frische. Ja, fühle ich. Ist aber nicht warm. Und lass mal auf wieder eine Seite, komm. Komm, komm. Standard. Das Würstchen ist aber gut. Ich mag das Würstchen. Ich auch. Ein paar Röstzwiebel sind sowas auch. Ja. Hat nichts zu ändern. Zum ersten Mal. Geil. Bist du stolz auf mich? Ja. Cool. Ey, geiler Standard, Digga. 6,5 Pfund gekostet, also schon ein bisschen teuer. Ist da Remoulade drauf? Nee. Senf. Es gibt keine Remoulade. Was so enttäuscht, Digga! Keine Remoulade. Egal, lass die. Warte mal. Ist da Remoulade drauf? Muss nicht Gürtchen. Haben die nicht. Das ist ja extra. Haben die nicht gehabt. Oder hast du nicht gehabt? Ja. Er sagt, wo sind die? Er beschwert sich und dann beißt er 9 Drittel von diesem Hotdog ab. Aber das Würstchen hat einen geilen Geschmack, Chat. Ja, das Würstchen hat einen geilen Geschmack. Das Brot ist leider nicht warm genug und Gürkchen fehlt. Remoulade würde ich jetzt nicht sagen, weil nicht jeder Hotdog hat Remoulade. Aber Gürkchen fehlen auf jeden Fall. Ja, nur das Würstchen ist gut. Es ist sonst halt nicht spektakulär. Nö. Aber es ist auch der Classic Hotdog, um ehrlich zu sein. Bewertung 6,5 von 10. Rito war besser. Rito war besser? Bewertung? Auch 6. Wie die schon meinen, Gürkchen fehlen, Röstzwiebeln fehlen. Oder sind da Röstzwiebeln drauf? Ja, jetzt muss ich drauf. 7. Freunde, 40. Minute? Nee. Was? 30. Minute, meine Augen sind schlecht. Das Spiel ist so irgendwie so. Ja, Air City. Hat schon die eine oder andere Chance. Ich sag ja Air City als Chelsea. Aber gerade bist du ruhig, um ehrlich zu sein. Essen habt ihr bis jetzt immer noch gesehen. Ich würde sagen, wir gucken mal, was es noch so zu essen gibt. Und ja, immer noch 0-0. Jetzt kommt die nächste Chance, aber vielleicht auch nicht. Wir gucken mal, wie der Rest schmiert. Freunde, wir sind ganz schnell. Ich habe so gehofft, dass ich einen frischen Burger kriege, aber da lagen noch so 2-3 Stück. Jetzt habe ich einen von denen gekriegt. Das ist ein Triple Cheeseburger. Ich glaube, jeder schafft einmal abzubeißen. Ja, aber dieses Fleisch war ein bisschen müde. Okay. Es kam so vom Nowhere. Oh. Alles gut, Bro, ich möchte nicht abbeißen. Alles gut, Bro. Das ist anscheinend der 8 Pfund Triple Cheese. Hä? Einfach verarsche. Triple Cheeseburger? Eigentlich. War das Triple Cheeseburger oder Triple Cheese? Eigentlich. Also er heißt Triple, aber er hat keine 3 Buns. Hätte ich auch ein bisschen Schock gerade hinter der Kamera. Aber. Nein, steht da drauf, dass dreimal Beef kommt? Nein, das steht nicht. Ach so, okay. Er heißt nur so, deswegen sage ich ja. Ah, der Laden heißt Triple B, deswegen. Der Laden heißt Triple B. Triple B Cheese. Ja, das ist so smart. Aber egal, wir probieren ihn trotzdem. Hier könnt ihr ihn sehen. Ja, Ketchup, so eine Burgersoße, nichts Besonderes. Also, eher eine Enttäuschung als ein Wow. Würdest du aber auch sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich den probieren möchte, um ehrlich zu sein. Doch, probier einfach. Er sagt, er beißt nicht, aber er beißt so groß ab, ja. Digga. Aber er ist echt leider traurig, der Burger. Eher traurig als glücklich. Nole wird am meisten enttäuscht sein. 2 von 10. Ja, ich wusste es. Also ich er ist besser als ein McDonald's Cheeseburger. Ist auch nicht schwer. Aber der kostet auch 5-mal so viel wie ein McDonald's Cheeseburger. Ich habe gerade 3-mal gekaut und hatte 7-mal Knorpel. Du hast 3-mal gekaut und 7-mal Knorpel. Und er überlegt, ihn doch abbeißen soll. Er hat nur Brot genommen. Na, Bruder, das geht nicht. Das ist echt schade, der ist wirklich langweilig. Also, jetzt Platz 10. Bis jetzt wirklich das Schlechteste, was wir bis jetzt bestellt haben. Hier zeige ich euch nochmal. Es gibt wirklich bessere Cheeseburger. Aber ich bin gespannt, was es noch so gibt. Spielminute, irgendwie so, Pipapo, eigentlich 78, aber ich bin nicht so genau. City führt 2-0, wir kommen jetzt zum letzten Foodtruck. Auf das haben wir am gespanntesten gewartet. Und zwar dieser Käse-Sandwich, oder wie nennt man das? Grilled Cheese Sandwich. Sehr, sehr wild. Fish and Chips, ihr hört es in unserer Stimme. Wir sind die ganze Zeit am Rumschreien, aber... Macht auch so Spaß. Ey, ganz ehrlich, was ist das Stadion nicht für kranke Kameralicht? Ja, Mann, oder? Ich bin so schön in diesem Licht. Oh mein Gott, egal, wir gucken mal jetzt. Auf Nutzer. Okay. Wie das Grilled Cheese geschmeckt.
meine lieben Freunde, schaut es euch an. Fish and Chips, die sind eben gerade frisch gemacht worden. Die haben da hinten den Fish and Chips Award gekriegt. Ich weiß zwar nicht, welcher Award das ist, aber ich denke mal, für den besten Fish and Chip, ne, macht ja irgendwo Sinn. Schön in Fett gebraten, denke ich mal. Und dann dippe ich den Fish and Chip mal hier rein. Wow. Richtig lecker. Knusprig. Ja, ich hab deinen ganz anders mir eine Hand angesabbert. Der Fisch ist echt sehr, sehr, sehr gut. Außen richtig knusprig und innen schön fischig. Probieren wir noch kurz die Pommes. Nehmen wir mal diese pürierten Erbsen. Ja, die sind echt fest. Pürierten Erbsen. Guckt euch mal das an. Die sind ein bisschen fest. Oh, und ein bisschen warm. Schmeckt auch wie pürierte Erbsen. Um ehrlich zu sein. Ja, aber so richtig. Schmeckt also nach nichts anderem außer pürierten Erbsen. Beiß erstmal rein. Ich finde den besser. Der Fisch ist geiler hier. Ja, der Fisch ist auf jeden Fall geiler als von heute Vormittag, um ehrlich zu sein. Muss ich schon sagen. Schon sehr. Schön, schön knusprig und drinnen schön zart. Echt lecker. Aber 10 Pfund plus 1 Euro Soße. Ja, ist hart. Kann man streiten, kann man streiten. Aber Stadionpreise, ne? Was willst du machen? Stimmt, aber früherer Döner-Teller. Aber nicht am Stadion. Stimmt, er schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Deswegen kriegt er von mir eine 8,5. Schon 8,5. Aber ein bisschen Salz braucht man halt so. Ich glaube, ich fand das andere besser. Ich sag hier auch 7,5. Echt? Das andere war besser. Okay, gib dem eine 8. Beide Gerichte, der Fish and Chip und dieses Sandwich jetzt, sind bewertet mit 4,7 Sterne. Knapp über 400 Bewertungen haben die. Und auf den bin ich jetzt wirklich gespannt, weil der sollte eigentlich mit in ein Dodos-Video, aber da hatten die leider zu und deswegen hat er es jetzt in mein Video geschafft. Ich zeige euch jetzt mal, wie der von innen aussieht. Dodo, kannst du einmal sagen, was da drin ist? Ich weiß es gar nicht. Das ist Mac Attack, das ist Grilled Cheese mit Mac and Cheese, Hackfleisch und Jalapenos, Digga. Digga, das klingt wie gelungen. Also als ob wenn das wirklich so gehört. Aber ich beiß mal ab. Oh, das sieht so lecker aus, Digga. Unnormal. Boah. Geil, ne? Das erinnert mich an irgendwas. Aber es kann auch nur der Käse sein, der mich an irgendwas erinnert. Aber es könnte ein bisschen mehr Gewürz sein, meiner Meinung nach. Bisschen mehr Fleisch, finde ich sogar. Ja. Ich finde ein bisschen mehr Käse, Digga. Nein. Nein. Was? Auf gar keinen Fall. Ich finde mehr Käse, Digga. Sehr, sehr Käse, das nicht. Das finde ich geil. Aber so Grilled Cheese, Jungs. Leute, ich war schon so gierig, musste schon ein bisschen essen. Ich hatte so Hunger, ihr versteht das nicht. Aber ich finde den richtig geil. Alles gut, ich esse deine Hälfte, wenn du nicht magst. Nicht schlimm. Ich mag ihn. Oh. Aber über 8 kommt er bei mir nicht. Was? Also für mich straight out in 9. Straight out, ich sag 9. 8,5. Ja. Ist halt irgendwie aber auch nur ein Sandwich. Wisst ihr, was ich meine? Stadionessen muss ich jetzt als Fazit wirklich sagen, bevor wir reingehen. Lohnt sich wirklich. Es ist zwar teuer, aber es sind wirklich gute Sachen dabei. Diese Foodtrucks haben es echt drauf. Deswegen, wenn ihr zu einem Stadion kommt, nehmt ein bisschen Geld mit, ein bisschen mehr Geld und gönnt euch das. Und es ist Experience vom Spiel. Das sind Leidenschaften, das sind Gefühle, Digga. Ja. Also wir gehen ins Spiel gucken. Pisst euch. Also meine lieben Freunde, kurzes, aber knackiges Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt irgendwas in die Kommentare für den Algorithmus. Und ich würde sagen, vergisst nicht den Zähl. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder mit geilen, geilen Videos. Ich hoffe, es geht jetzt langsam wieder bergauf, denn gerade ging es jetzt erstmal bergab. Aber ich bin motiviert, euch geile Videos zeigen zu können und zu bringen. Und deswegen sehen wir uns nächste Woche. Peace.